Name ist Benny, warum müssen wir landen? Herzlich willkommen. Ja, wir sind auf dem Weg nach Mallorca und ihr seht keinen außer mich, weil das Licht nicht blendet. Wir sind erstmal auf dem Weg zum Flughafen. Wir sind erstmal auf dem Weg zum Flughafen. Genau, ich bin richtig müde. Wir haben, wir haben gefühlte. Oh. Wie lange haben wir geschlafen? Eigentlich gar nicht. 2 Stunden. Ja, da ist Christian. Hallo Christian. Christian kommt mit. Ja, das ist ein ukrainischer Freund von mir. Und, ja, Vicky ist auch am Start. Die ist Halbtürkin. Und hier haben wir Denise, Halbfranzosin. Nochmal für alle, damit ihr wisst, wer hier mit mir überhaupt rumhängt. Ja, ja, und jetzt geht's ab. Erstmal zum Flughafen und dann mal gucken. Ja, Ben ist auch am Start hier übrigens. Ja, der pennt. Pennt der eigentlich? Also bis gleich. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind im Flugbereich und zwar viel nicht zu spät. Wir waren nicht zu spät, nein. Wir wurden leider Gottes vom, wie heißt denn der Mann? Wie heißt denn sowas? So ein Sicherheitstyp der hat uns hier, weiß alles hier genau, und hat uns leider zum falschen Gate geschickt. Und jetzt haben wir leider den Flug verpasst. Wir werden jetzt umgeleitet nach Tegel. Wir waren jetzt in Schönefeld und hier ist totales Chaos. Ja, und jetzt... Ja, dann müssen wir da fragen, dass wir da einen Sitzplatz zusammenkriegen. Also das ist unfassbar, das habe ich auch noch nicht erlebt in meinem Leben. Aber das ist Schönefeld. Ja. Was ist Berlin? Fanzeit passiert so. Mal gucken. Also schon krass. Also das habe ich noch nie erlebt, dass man den Flug nicht kriegt. Obwohl man echt pünktlich hier waren. Krass, krass. Na, bist du hier reizt, Vicky? Ja, aber Christian, was hast du dazu? Geile Nummer. Geile Nummer, oder Vicky? Ja, aber wir kommen heute noch an, das ist wichtig. Genau. Irgendwie schaffen wir das schon. Jetzt heißt das erstmal Taxi nach Tegel fahren. Die Koffer haben wir jetzt hier hinten drin. Müssen wir jetzt auch 2 Stunden warten auf die Koffer. Und ja, jetzt hoffe ich, dass in Tegel-Dings alle glatt geht. Weil in Tegel soll genauso Katastrophe sein wie jetzt in Schönefeld. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall ein bisschen scheiße. Wir sind mega am Arsch jetzt. Vor allen Dingen du. 2 Stunden Schlaf und dann diese Katastrophe. Okay. Für nichts. Für nichts. Für nichts, ja. Bis aufgestanden jetzt. Für nichts. Eigentlich, ja. Naja, wenn man in den Ferien in den Urlaub fliegt. Kann passieren, gibt Schlimmere. Uns geht's allen gut, das ist die Hauptsache. Okay, also jetzt haben wir erstmal unsere kleine Pause. Die Koffer sind schon eingecheckt. Ist schon echt entspannter hier, wa? Muss man ehrlich sagen. Also Tegel ist wesentlich mega entspannter. Nett alle. Mega nett alle. Man helfen kann. Ja. Wie gesagt, Denise ist jetzt auch so kaputt, die hat sich hier gleich mal. Ist das niedlich, wa? Wie die Mama, so der Sohn. Der Sohn, der pennt da auch da hinten im Kinderwagen. Ja, und wir machen uns jetzt immer noch einen Schicken. Gucken, 3 Stunden haben wir noch oder 2,5 oder so was, wa? Ja, so ungefähr. Und dann geht's ab nach Malle. So, wir haben es geschafft. Wir sitzen im Flieger nach 100 Jahren. Schnellkontrolle gegen auch nochmal 5 Stunden. Auf dem Weg nach Mailand. Nach Mailand. 1 Stunde haben wir noch, 1,5 Stunden oder so noch. Ben ist wach. Ich hoffe, man kann mich erkennen. Wir haben es endlich geschafft. Ja, warum reist man nach Mallorca, Mädels? Von 2,5 Stunden am Meer ist, aber das hat bei uns heute haben wir 12 Stunden gebraucht. Scheiße, also wir haben es jetzt um 3 Uhr aufgestanden. Also um 3 aufgestanden. Wir hätten locker den Flieger nehmen können und jetzt dann noch weiter sorgen. Ja, scheiße. Naja, jetzt machen wir das Beste draus. Jetzt gehen wir erstmal ins Hotel irgendwie mit Taxi. Unser Transfer ist ja nicht mehr verfügbar. Und dann machen wir uns einfach noch einen schicken Tag. Ich bin gespannt, wie das Zimmer aussieht. Was Denise da gebucht hat, ich weiß ja gar nichts. Ich habe mir das Zimmer nicht angeguckt. Aber alleine die Palmen, guck dir die Palmen an. Was? Ich hab dir vertraut, ja. Das freue mich aber trotzdem. Mal sehen, bin ich gespannt. Gespannt, ja. Wenn man die Palmen da schon im Hintergrund sieht, ey, ist schon geil. Und die ist auch ganz andere Wärme, wa? Ganz andere Wetter irgendwie. Mein Kreislauf ist voll. Hallo. Ja. Ja. Ah, da ist jemand, der hat es erkannt. Von Instagram, geil.
alle, wa? Oh, wir sind angekommen. Palme, ey, dieses Museum. Der Lies muss noch bezahlen. So, hier die Tasche, wa? Und hinten ja. Zeug. Boah, schaut euch das mal an, ey, wie geil. Geht schon mal los, ey. Boah, Wasserpark. Glaub ich nicht. Boah, ist ja richtig fett. Krass, krasses Teil. Heftig, ey. Ist gerade neu erwischt worden, wa? Oh, hier stinkt's aber drin. Du siehst nicht so begeistert aus. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Gartenlaube. Die Hängematte ist schön. Sieht aus wie eine Gartenlaube, wirklich. Ja, wie so ein Gartenschuppen. Also, es riecht doch da drin wie Garten. Ey. Victoria, sagst du mir, mega geil, wir haben eine Kaffeemaschine. Jetzt mach ich den Schrank auf, ist eine Filtermaschine. Boah, das muss erstmal gelüftet werden hier drin. Das ist ja alles 1988. Na gut. Für die paar Tage werden wir es schaffen. Ich werde erstmal die Kofferin holen. Ja. So, Henning hat mir versprochen, Ordnung zu halten. Und? Guck dir das an. Ja, jetzt. Das passt alle, das passt alle tun. Ja, finde ich gut. Reicht jetzt so? Sehr schön. Wieso sollte ich keine Ordnung halten? Ich weiß nicht, ich hab's nur vorsichtshalber gesagt. Nicht, dass du deine Socken wieder rumlegen lässt. Nein, oder wenn's so. Wenn es nur die Socken sind, dann mal vor meine vollgekackerten Schlüpfer. Oh, guck mal, hier warten schon auf uns. Schon im Pool. Schon im Pool, ey. Noch nicht mal Sachen ausgepackt. Schon im Pool. Was? Noch nicht mal Sachen ausgepackt und schon im Pool. Ich geh schon weg. Wo ist sie denn? Duschen, wir wollen jetzt was essen. Wir wollen zum Meer. Echt, ja? Okay. Was ist denn? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich hab auch Hunger. Ich hab auch Hunger, aber es gibt erst 18 Uhr Abendbrot. Das heißt, so lange muss Ben noch wach bleiben. Na, der geht nach dem Abendbrot essen. Okay. So, wir sind jetzt erstmal angekommen, den Koffer ausgepackt und werden jetzt erstmal was essen gehen. Mach mal die Karte raus. Mach sie erstmal in den Schrank rein. Brauchen wir die Karte oder ist die nur für Strom? Nee. Ist nur für Strom, wa? Genau, wir haben ja die Shops. Gut. Wir sind fertig. Hey! Wir warten. Typ. Hallo, kommt ihr? Ist das schön. Schon schön so Strand, wa? Ja. Man riecht gleich, man riecht sofort die andere Luft. Kommt Ben jetzt ins Bett, würde ich sagen, wa? Ab. Echt schön hier, ey. Und los, hoppala. Oh-oh. Ben in Krabbel-Action. Ja, Ben, dein Bett ist fertig. Bin gespannt, ey. Bin auch gespannt, ob er hier pennt. Mal gucken. Hui. Achso, du hast schon wieder geshoppt, wa? Zeig mal Tasten. Nicht für mich. Ja, nee. Und den. Geil. Und der ist cool, wa? Schön, schön, schön. Erster Tag vorbei, schon fast kein Geld mehr im Portemonnaie. Müssen morgen erstmal zum Bahnhof. Morgen. Oh, sorry, ey. Wir sind gestern nach dem Abendbrot ins Bett und sofort eingepennt. Und ja, jetzt sind wir wach. Haben den zweiten Tag. Werdet euch da noch mitnehmen? Mal gucken, ob wir den heute besser absolvieren als gestern. Gestern war ja die Hölle. Ich hab durch gestern auch wirklich echt vergessen zu filmen und wie halt so katastrophal war. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Stopp. Ich hab schon gedreht heute Morgen. Was? Das war, wie gesagt, dass wir gestern so platt waren, nach dem Abendbrot sofort ins Bett gegangen sind, weil wir keinen Bock mehr hatten. Und deswegen okay. Nehmen wir heute die Kamera noch mit. Wir waren schon essen, haben uns nochmal hingelegt, weil wir wieder kaputt waren. Ach. Und ja, jetzt gehen wir gleich mal raus, wa? Du siehst richtig müde aus. Ich bin ich auch, ey. Oh, ich war gerade bestimmt. Jetzt geht's nicht. Doch, ich gehe jetzt gleich duschen und wasche mir die Haare.
und mach mich schön für dich. Überleg mal hier draußen den Kuhzähl. Ignoriert da einfach. Dass du dich schick machst, du brauchst dich nicht. Mach mich schön für dich. Du brauchst dich nicht für mich schön machen, du bist auch so schön, wie du bist. Egal, ob ihr macht oder ohne macht. So, Ben haben wir jetzt verkauft an, an Vicky und Christian. Die haben gesagt, gönnt euch mal ein bisschen Zweisamkeit, passen jetzt auf Ben auf und wir können ein bisschen was zusammen machen. Wir müssen gerade duschen. Ich mache mich jetzt auch fertig und dann werden wir mal abchecken die Lage hier. Mal zum Strand gehen. Was essen gehen. Ja. Ah, ist das schön. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand, jetzt finde ich mal. Oh, ich muss es ja lernen. Was musst du lernen? Zu filmen? Na, hier. Ja, achso, die Kamera. Schon anders mit so einer Kamera zu filmen. Ja, war so ein bisschen schwerer. Sieht schon ein bisschen Gangster aus beide. Eigentlich gibt es nur noch so einen Stab hier zum Halten, aber den habe ich nicht. Den muss ich mal holen. Dann kriege ich die Kamera besser. So, wir sind auf jeden Fall jetzt das erste Mal richtig raus, alleine. Ja. Christian und Vicky passen auf Ben auf. Die haben gesagt, nehmt euch mal jetzt Auszeit. Hat Teig ja vorhin schon erzählt. Und jetzt sehen wir mal gucken. Der macht jetzt eben Mittagsschlaf. Genau. Der hat echt gut geschlafen heute Nacht. Also ich bin immer noch überrascht. Letzter Urlaub war ein bisschen anders, aber da war er auch noch kleiner. Aber nach der Katastrophe gestern? Ja, ich glaube, der war auch mega kaputt einfach. Boah, so typischen Läden, die gibt es echt überall auf Mallorca. Ich bin gespannt, ob wir hier Uno finden. Wenn dann hier, wa? Oder hier so eine Barbie. Ah, hier gibt es ja voll viel, was für Bände. Ja, aber kein Uno-Kartenspiel. Doch, bestimmt. Hast du? Ist auch günstig, kostet nur 9 Euro. Oh, scheiße. Oh, direkt am Meer essen jetzt hier, ist das geil. Arrempitanerato. So, was gibt's heute? Salat. Salat, naja, klar. Ernährung wird natürlich trotzdem geachtet hier, wa? Hübsche. Haut euch mal das Knoblauchbrot an. Ey, wir wollten eigentlich nur eine Scheibe Knoblauchbrot. Ja, das, was man gewohnt ist, wa? Übrigens haben wir gerade Uno gespielt. Sie hat mir ganz kurz erklärt, kurz und knackig. Ich hab's in 30 Sekunden platt gemacht. 1-0 für dich. Ja, 1-0 für mich. Aber wir haben ja noch 4 Runden vor. Ja, aber das ist ja ein fettes Teil, wa? Es ist 1 gereicht. Schaffe ich nicht. Wir nehmen eins mit. Und dann? Scheiße. Aber das riecht auf jeden Fall sehr stark nach Knoblauch, ey. Guten Hunger. Und da kam auch schon das zweite Essen. Und du mit deinen Pommes, ey. Was? Nein, die gab's dazu. Eigentlich wollten wir ja keine Pommes, aber na. Knoblauchbrot haben wir. Aber das Hähnchen ist lecker, wa? Mega lecker. Sehr windig hier. Also hier werde ich nicht viel filmen, weil der Wind hier sehr doll ist. Ich hab mir hier so einen Shake geholt. Weiße Schokoladeshake. Und du? KitKat-Eis, wa? KitKat-Eis. Oh, lecker. Ist übrigens auch so ein Unicorn-Shake. So. Ah, wisst ihr, was wir jetzt machen, Denise? Was wir gehen jetzt rechts erstmal zurück. Rechts. Genau. Und dann machen wir Sport. Komm. Machen wir. Wie sieht jetzt Deppen? Oh, funktioniert so ja. Und geht das? Oder ist es anstrengend oder geht? Sieht so leicht aus. Geil. Okay, Denise hat abgebrochen, war doch ein bisschen Fülle. Bei 40 Grad in der Sonne. Also haben wir uns jetzt entschlossen, einfach mal hier ins Studio zu gucken. Im Hotel. Na, geht's? Geil, ey. So, wir sind jetzt im Was guckst du denn da eigentlich? Unter uns. Jetzt wird jeder sagen, da guckst du. Ja. Ja, ich guck das dann wenig 12 Jahre alt. Oh. Alter, die Suppe läuft. Ey, ich bin drüben. Ja, komm, wir hüpfen jetzt einfach mal. Oh, ich kann ja nicht loben.
meine Sachen. Denise bereitet mal wieder die Flaschen vor, wie immer, jeden Abend. Dass du weniger Stress hast nachts. Ich gehe jetzt raus und warte auf dich. Ben muss jetzt nicht gleich schlafen. Wir schlafen wie übrigens und Kim schläft halt Ben. Ja, und? Ich hab uns heute mal zum Cocktail geholt. Heute gibt's Cocktails, ich glaub's nicht. Es war einmal hier so ein Aperol Spritz und so ein Pina Colada für mich. Sind hier übrigens richtig lecker. Also wirklich, schmeckt sehr, 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 sehr gut hier, muss ich ehrlich sagen. Auch das Essen ist wirklich fantastisch, ja. Morgens, mittags, abends, Wassertemperatur, Hammer. Kannst du dir echt nicht beschweren. Wie gesagt, halt nur das Zimmer war anfangs ein bisschen ungewohnt, aber familientauglich halt, also das reicht. Und wenn die Kinder drin rumtun und so, kann ich schon alle verstehen. Ja, dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und sagen, danke fürs Zuschauen und bis bald.